Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin 30 Jahre alt und habe seit 15 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose. Ich war damals 15 Jahre alt, war gerade mitten in der Ausbildung. Es fing damit an, dass ich nicht mehr richtig schreiben konnte. Ich konnte nicht mehr richtig laufen und ich bin erst davon ausgegangen, dass ich mir einen Nerv eingezwickt habe oder so. Nach den ganzen Untersuchungen stand dann die Diagnose aber tatsächlich relativ schnell fest. Ich hatte dann im Endeffekt einen Schub nach dem anderen, war dann sehr, sehr viel in Krankenhäusern, hatte sehr viele verschiedene Einschränkungen, war sehr lange krankgeschrieben und nach 1,5 Jahren wird man ja von der Krankenkasse ausgesteuert. Dann stand ich erstmal da. Aufgrund der ganzen kognitiven Einschränkungen konnte ich leider einfach nicht mehr an einem normalen Arbeitsalltag teilhaben. Eine staatliche Rente konnte ich zu dem Zeitpunkt leider nicht beantragen, weil ich dafür zu kurz in das Rentensystem eingezahlt habe. Und es war dann im Endeffekt das Problem, dass ich vom Amt nichts bekommen habe, weil ich ja unter 25 war und noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. In dieser Situation müssen dann die Eltern für einen aufkommen. Mein Glück war es aber, dass ich ein Jahr vor meiner MS-Diagnose eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe. Und da muss ich wirklich sagen, es war absolut das Glück im Unglück. So ein Rentenantrag ist aber tatsächlich auch gar nicht so einfach, wie sich es leider sehr, sehr viele Menschen vorstellen. Also das wird wirklich egal, ob es sich um die staatliche Rente handelt oder um eine private Rente. Es wird wirklich genauestens überprüft, es wird mehrfach überprüft, es wird regelmäßig überprüft. Um diese Rente zu bekommen, muss man wirklich starke Einschränkungen haben. Zum Rentenstart war ich damals 19 Jahre alt und mit 19 Jahren hat man eigentlich so viele Dinge vor, die man in seinem Leben vielleicht noch gerne erleben möchte. Bei mir war es aber dann leider so, dass ich alleine zu Hause gesessen bin, meine ganzen Kontakte sind weggebrochen. Also ich glaube, so einen Monat mal zu Hause sein und nicht arbeiten gehen zu müssen, das ist sicher mal ganz cool, aber wenn man das wirklich dauerhaft ist und dauerhaft zu Hause ist und dauerhaft einfach so wenig Kontakte hat, keine Tagesroutine, keinen Tagesrhythmus, keine Aufgabe. Ich hatte nicht mehr wirklich was, worüber ich mich identifizieren konnte. Ich hatte das Gefühl, dass mir in dem Moment irgendwie so mein ganzes Leben weggenommen worden ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, ich bin krank. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und mir ein schönes Leben machen, weil ich ja ziemlich starke Einschränkungen habe, die mir das Leben auch außerhalb der Arbeit sehr schwer machen. Während der Diagnose war ich auch in einer Partnerschaft. Es war dann aber relativ schwierig, weil sich unsere Wege so ein bisschen in andere Richtungen entwickelt haben. Ich habe dann aber nach dieser Trennung einen Mann kennengelernt, der jetzt mein Ehemann ist. Und der ist selbst chronisch krank, er ist Typ 1 Diabetiker und damit hat er natürlich nochmal ein ganz anderes Verständnis für chronisch kranke Menschen als viele Gesunde. Wir haben mittlerweile auch eine ganz wundervolle 6-jährige Tochter, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Da habe ich auch tatsächlich von Anfang an sehr viel rausziehen können, weil ich einfach wieder eine Tagesaufgabe hatte. Ich hatte einen geregelten Tagesablauf. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, Social Media zu machen, einfach um eine Aufklärungsarbeit zu leisten und auch anderen Betroffenen helfen, Mut machen kann, die unterstützen kann. Über diese Kanäle bekomme ich super viel positives Feedback, aber eben natürlich auch sehr viel Negatives. Es gibt leider super viele Vorurteile, vor allem in Bezug auf die Frührente. Also ich darf mir ganz oft Sachen anhören wie: Ist doch super, du bist den ganzen Tag zu Hause und bekommst Geld fürs Nichtstun. Social Media kannst du machen, aber arbeiten gehen kannst du nicht. Ja, das ist richtig, aber Social Media kann ich mir natürlich so einteilen, wie ich es gerade kann und wie es für mich gerade möglich ist. Es gibt auch super viele Zeiten, wo ich einfach im Krankenhaus bin und da kommt wochenlang dann einfach gar nichts. Natürlich habe ich aber auch mit der Zeit gelernt, über diesen negativen Kommentaren zu stehen und im Endeffekt hat da tatsächlich keiner was davon. Außer vielleicht der Algorithmus. Zum Schluss möchte ich gerne noch sagen, es ist natürlich sehr oft super schwierig, mit chronischen Krankheiten zu leben und auch eine Frührente beanspruchen zu müssen, ist einfach wirklich kein leichter Schritt. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich diese Rente bekomme. Ich bin sehr dankbar für mein ganzes Umfeld, für meine Familie, für meine Freunde und auch für euch alle, die mir auf Social Media zuschauen und mit mir interagieren. Das ist mir wirklich super wichtig und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich finde persönlich einfach, dass gerade Aufklärungsarbeit im Bereich der chronischen Erkrankung und der Frührente super wichtig ist und das ist genau der Grund, warum ich das mache.